Hallo, willkommen zu diesem Video. Im Fall Julia F., dem zweijährigen Mädchen, das offenbar illegal vom Jugendamt Alb-Donau-Kreis den Eltern mit Behinderung entwendet wurde. Und die Julia F. hätte ja eigentlich schon seit dem 1.7.2019 bei ihren Eltern wieder sein sollen, laut Gerichtsbeschluss des Amtsgerichts Ulm. In diesem Fall stellt sich die Frage, wie behindertenfeindlich der zuständige Landrat des Jugendamt Alb-Donau-Kreis, der Herr Heiner Scheffold, ist. Denn der Herr Scheffold hat Ende Juli meines Wissens ein Fax erhalten, in dem er aufgefordert wurde, den Eltern den Termin für die Übergabe der zweijährigen Tochter zu nennen, gemäß des Gerichtsbeschlusses von Mitte Juni des Amtsgerichts Ulm. Und es ist bis heute, also in August, September, Oktober, nun schon über 3 Monaten nichts geschehen. Die Zweijährige ist nicht zurück bei ihren Eltern und sie ist weiterhin in einer Pflegefamilie. Ich finde es unmöglich, wie hier mit den Schwächsten unserer Gesellschaft umgegangen wird und verstehe nicht, warum das Jugendamt Alb-Donau-Kreis nicht tätig wird und ich verstehe nicht, warum der Herr Landrat Heiner Scheffold hier nicht tätig wird. Hat er sein Jugendamt nicht im Griff? Wird er falsch informiert von den Mitarbeitern? Vertraut er hier Mitarbeitern, denen er eigentlich nicht vertrauen sollte? Was ist hier los, Herr Landrat Heiner Scheffold? Bitte zeigen Sie, dass Sie kein behindertenfeindlicher Mensch sind und Ihr Jugendamt dazu bringen können, sich an Gerichtsbeschlüsse zu halten.